Sascha, Alter, was soll ich jetzt machen? Die belagern meinen Imbiss. Die hauen bestimmt gleich ab. Und wenn nicht? Keine Ahnung, hör zu. Die dürfen auf gar keinen Fall die Ware in die Hände bekommen. Sag mal, willst du mich komplett verarschen? Weißt du, wie mich deine scheiß Ware interessiert? Die sollen abhauen. Wer sind die Typen eigentlich, hä? Oh Gott, jetzt sind es schon fünf. Jetzt kommt noch so ein Typ mit so einem Pelz, so ein richtiger Brecher. Die wollen in den Wagen rein, Alter. Mann, jetzt krieg dich doch mal wieder ein. Außerdem wolltest du doch unbedingt mitmachen. Ja. Da wusste ich aber noch nicht, dass da irgendwelche Gorillas auftauchen und meinen Wagen auseinandernehmen. Okay, ich bin gleich bei dir und klär das. Okay, beeil dich, ja? Sag, hau ab, da. Olli, verpiss dich. Olli! Noch gar nicht offen. Ja, ich wundere mich nur. Normalerweise ist um die Zeit immer schon offen. Alles im Lack? Klar, alles im Lack. Nervös? Wieso? Du zitterst. Ist ja auch kalt. Ja, ich gehe dann mal woanders essen. Alter Mann, was soll der Scheiß? Es ist kompliziert. Was sind das denn für Typen? Keine Ahnung. Ja, suchen die dich? Sind die hinter dir her? Ich dachte, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ich habe nur Sascha einen Gefallen getan. Was denn für ein Gefallen? Der lagert gerade ein paar Paletten Laptops bei mir. Sind die wieder geklaut? Er sagt, die sind vom Laster gefallen. Ach ja, und was wollen jetzt diese Typen? Ich vermute, die Laptops klauen und somit Sascha das Geschäft vermiesen. Moment mal, die wollen die geklauten Laptops klauen. Ich habe gehört, da ist ein enormer Leistungsdruck in der Branche. Ja, das ist echt nicht leicht als Gangster. Ey, die haben totalen Druck, sage ich dir. Und? Wie sieht's aus? Okay, wenn unser Picknick doch länger dauert, sind sie endgültig im Wagen. Sie dürfen nicht an die Laptops machen. Jetzt scheiß doch mal auf deine blöden Laptops, Mann. Das Bahnhof ist meine Lebensgrundlage. Ja, wie willst du das verhindern? Wir greifen sie an und überwältigen sie. Wir. Ihr. Ihr. Wir. Kein guter Plan. Ja, ich sag's doch, ruf die Polizei. Mann, kapier's doch endlich. Wenn die Bullen die Laptops sehen, dann bin ich geliefert. Dann kann ich den Wagen gleich selber zerlegen. Wir müssen sie ablenken, bis uns was Besseres einfällt. Geh du noch mal vor und halt sie auf. Was? Warum denn ich? Weil ich da nicht hingehen kann, die kennen mich. Ja, und wenn die mich sehen und wissen, dass es mein Wagen ist, dann... Verdammt, das ist alles, was ich im Leben habe, bitte. Tu mir den Gefallen und lenk sie ab, ja. Mann, ich muss verrückt sein. Danke. Wenn das unangenehm wird, dann kommt ihr und holt mich raus, ja? Klar. Und du lässt dir schnellstens was einfallen. Das hält ja keine 2 Minuten durch. Ich weiß. Was soll ich sagen? Das sind einfach die besten Burritos in der Stadt. Ja, da wartet man doch gerne mal ein bisschen. Seht ihr ja offensichtlich genauso. Aus welcher Ecke kommt ihr eigentlich? Ich habe euch hier noch nie gesehen. Ja gut, da wir ja offensichtlich die gleiche Leidenschaft für Burritos teilen. Ich bin der Olli. Hey. Bist du schwul oder was? Ja, ich hoffe, es wäre kein Problem, wenn dem so wäre. Ich meine, ihr seht doch aus wie tolerante, offene Menschen. Na ja? Und was, wenn wir das nicht wären? Schicker Pelz? Hast du ein Problem oder sowas? Hey, ich hoffe einfach, dass bald mal einer kommt,
der den Wagen aufmacht. Es wäre doch wirklich schön, wenn jetzt einer käme, der den Laden aufmacht. Ich denke, die machen heute nicht mehr auf. Ich finde, wir sollten gehen. Findest du? Ja, also ich finde, ich sollte jetzt lieber gehen. Und ich finde, wir warten hier alle noch ein Weilchen. Du auch. Sag mal, irgendwas sagt mir, dass du und der Typ, den dieser Imbiss hier gehört, euch ganz gut kennt. Ich kaufe hier immer mal was zu essen ein, aber... Vielleicht hat er ja auch mal erwähnt, wo er wohnt. Nee, das hat er nicht. Bist du dir da auch ganz sicher? Erklär dir später. Los, komm, helfen wir jetzt erstmal, das Zeug zu verladen. Ja, und was ist mit Sascha? Ja, den kriegen wir nicht. Das waren 5 Typen. Ja, und? Der war kroatischer Schulchef mit einem 3000 Meter Hindernislauf. Die ersten 3 Kilometer sind also kein Problem. Los, pack das in den Wagen. Was ist das überhaupt für ein Wagen? Ein Mietwagen. Moment mal, während ich diese Typen hingehalten habe, habt ihr in aller Seelenruhe einen Mietwagen holen? Irgendwie muss das Zeug doch weg. Emilio, ich könnte tot sein. Ja, bist du aber nicht. Jetzt pack an. Gesagt, dass Sascha um 3:30 hier sein wollte. Vielleicht hat er sich verlaufen. Ja, oder die haben ihn erwischt. Gut, dann haben wir jetzt ein Problem. Ja, die sahen nicht aus, als würden die es bei einer Tracht Prügel belassen. Also, was mache ich denn mit den Laptops? Alter, ist das deine einzige Sorge? Nein, natürlich nicht. Doch, um ehrlich zu sein, schon. Ich kann die doch nicht zurück ins Bahnhof bringen. Das geht wohl gar nicht. Warum hast du dich auf den Scheiß überhaupt eingelassen? War doch klar, dass das nicht gut gehen kann. Deswegen ist es verboten. Okay, irgendwo hinter deiner Logik. Ist es verboten, was nicht klappt, oder klappt es nicht, was verboten ist? Was? Ich fragte gerade. Was hast du dir dabei gedacht? Du lässt dich auf irgendwelche Geschäfte mit solchen Schlägertypen ein. Ich habe mich nicht auf Geschäfte mit Schlägertypen eingelassen. Ich habe mich auf ein Geschäft mit Sascha eingelassen. Was ist mit mir? Da bist du ja, Alter. Du lebst ja noch. Ja, sorry, hat ein bisschen gedauert. Der Typ war echt schnell, aber es war geil. So, und jetzt Schluss mit lustig, das Zeug muss weg. Gut, ich fahr. Gib mir den Schlüssel. Steckt. Okay, dann hol ich ab. Danke dir. Wusstest du doch, dass du den Klaus kriegst? Hey! Los, gib mir den Schlüssel! Wird das heute noch was? Wird ihm jetzt bitte jemand den Schlüssel geben? Nein. Sascha! Der blufft nur. Er wird dir nichts tun. Willst du es rausfinden? Nein, will er nicht! Jetzt gib ihm den verdammten Schlüssel! Steig in den Wagen und fahr los. Lernen. Olli, ich grüße nur einen Freund von mir. Das ist ein scheiß Bulle. Ja, mein Onkel, Kriminalkommissar. Wir sehen uns noch. Hey! Na? Schön, dich zu sehen. Alles in Ordnung? Ja. Und, Freund von euch? Nein, nur ein Tourist, der nach dem Weg gefragt hat. Alles klar, ich wünsche euch was. Ja. Tschö. Hast du gut gemacht. Es war knapp. Du hast doch gesagt, er blufft nur. Es war geblufft, dass er blufft. Hey, das war so krass. Und Olli war voll die coole Sau. Du musst dir vorstellen, der war kurz davor, ihm mit einem Baseballschläger eine Scheide zu ziehen. Ich dachte, das war eine Kette. Ey, die hatten alles dabei, aber Olli ganz cool. Ja, Frank Helmke. Quasi mein Onkel und Kriminalkommissar, das war alles. Ja, und diese Typen, das waren echt so richtige Kanten. Und die waren bewaffnet. Bewaffnet? Ey, sag mal, hörst du nicht zu? Die hatten alles dabei. Die hatten ein Brecheisen, Baseballschläger, Ketten, Messer. Und Sascha, wo ist der jetzt? Der liefert gerade planmäßig
die Ware bei seinem Auftraggeber. Ja, wir haben ja nicht zugelassen, dass die ihm die abnehmen. Und damit selber Geld kassieren. Keine Chance. Mann, habt ihr ja wirklich was erlebt. Ich sagte, ich war ein bisschen nervös, aber im Endeffekt war es doch ganz geil. Oder wir waren ziemlich geil. Auf jeden Fall. War schon geil. Na? Woher hast du dieses fiese Pfeilchen? Er wusste, wo ich sein werde und ist mir aufgelauert. Natürlich wusste er auch, dass ich die Kohle dabei habe. Scheiße. Er war so scheißsauer, dass er wegen euch nicht zum Zug kam. Hat er denn die Kohle wieder abgenommen? Nee. Keinen Fall. So, hier. Dein Teil, inklusive der Miete für den Leihwagen. Danke. Das ist für dich. Danke, lass stecken. Hey, ohne dich hätte ich heute gar nichts verdient. Ja, trotzdem, danke. Also, Sascha, so gut sich das anfühlt, ich bin raus aus der Nummer. Ist mir einfach zu heiß. Sorry. Und du? Ich definitiv auch. Was mit mir? Willst du mich nicht fragen? Nein.